In diesem Video geht es um die neue GHS-Gefahrstoffverordnung. Und zwar ist es so, dass alle Stoffe, auch die im Alltag, von denen besondere Gefahren ausgehen, in einer entsprechenden Art und Weise gekennzeichnet werden müssen. Auch wie zum Beispiel Stoffe wie hier diesen Chlorreiniger. Da haben wir so ein solches Gefahrensymbol drauf. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar hier auf der rechten Seite sind jetzt nochmal eingeblendet die alten Gefahrensymbole oder auch Gefahrstoffsymbole. Und hier auf der linken Seite sehen wir die neuen Gefahrstoffsymbole nach der sogenannten GHS-Gefahrstoffverordnung. Es ist sozusagen Pflicht, dass alle Gefahrstoffe dieses aktuelle Symbol tragen müssen. Und das alte findet man im Alltag aber auch noch relativ häufig. Allerdings geht es in diesem kleinen Lehrvideo nur um die neue Gefahrstoffverordnung und um die neuen Gefahrstoffsymbole. Und zwar fangen wir einfach mal an. Das erste Symbol ist das Symbol mit der explodierenden Bombe. Das heißt auch explosionsgefährlich. Das alte Symbol ist relativ ähnlich. Das sieht eigentlich fast genauso aus. Nur, dass das neue Symbol einfach diesen roten Rahmen drum hat und dann ein bisschen gedreht worden ist. So, das sind alles Stoffe, die das Symbol tragen, die bei Hitze, Funken, Reibung oder Schlag explodieren können, aber nicht müssen. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt hier ein kleines Stoffbeispiel, das ist ein Gemisch aus Kaliumchlorat und Schwefel. Das reagiert zum Beispiel auf Druck. Das heißt, wenn ich da jetzt mit einem Hammer draufschlagen würde, würde es sozusagen explodieren. Ich nehme dazu natürlich eine Schutzbrille, weil eventuell irgendwas wegfliegen könnte. So, und wir haben gesehen, das ist eine relativ heftige Reaktion, obwohl ich ungefähr nur eine Messerspitze dieses Stoffes hier liegen gehabt habe. Und deswegen muss man mit solchen Gefahrstoffen besonders vorsichtig sein. Dann habe ich noch zwei andere Beispiele für explosionsgefährliche Stoffgemische. Hier einmal haben wir ein bisschen Schwarzpulver und hier haben wir ein bisschen Nitrocellulosepulver. Das ist das, was beispielsweise in Gewehrmunition verwendet wird. Schwarzpulver wird meistens bei Feuerwerk und Feuerwerkskörpern verwendet. Wenn wir das Ganze einmal anzünden, dann stellen wir hier fest, bei der Nitrocellulose, dass es eigentlich relativ harmlos einfach nur abbrennt, aber wenn das Ganze hier zum Beispiel irgendwo eingeschlossen ist, dann kann es tatsächlich wirklich explodieren. Das heißt, dieser Stoff ist an sich, so ist er nun nicht sonderlich stark explodiert, aber es kann natürlich eine Explosion eintreten, wenn das Ganze in einem geschlossenen Behältnis sich befindet. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein bisschen Schwarzpulver, das reagiert schon etwas heftiger, wenn wir es abbrennen. Ja, da sieht man natürlich eine heftige, und wenn man sich vorstellt, dass das Ganze irgendwo eingeschlossen ist, wie das beispielsweise in China-Böllern der Fall ist, dann kann das tatsächlich eine Explosion verursachen. Wie beim China-Böller relativ harmlos. Ja, so. Aber wenn man sich natürlich vorstellt, dass es in einer größeren Menge ist, kann das natürlich tatsächlich richtig gefährlich werden. Darum, wie gesagt, alle Stoffe, die explodieren können, werden mit diesem Symbol explosionsgefährlich gekennzeichnet. Mit dem Flammensymbol, was wir hier links eingeblendet sehen, werden Flüssigkeiten gekennzeichnet, die sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr heftig entzünden und dann auch abbrennen. Das sind auch Flüssigkeiten, die sich unter 0 Grad Celsius schon entzünden und heftig abbrennen. Da habe ich mal drei Beispiele. Hier in dieser Abdampfschale habe ich etwas Aceton. Hier haben wir ein bisschen Brennspiritus oder auch Ethanol. Das ist der Trinkalkohol. Und hier haben wir etwas Pentan. Das ist eine Erdölfraktion. So, alles entzündet sich hier relativ gut. Das Pentan, glaube ich, am besten. Brennt relativ heftig ab. Wenn man natürlich jetzt versucht, sowas zu löschen oder damit rumhantiert, macht man es meistens noch schlimmer. Wenn man es löschen wollte, dann nimmt man sich meistens irgendwas, was man zum Abdecken nimmt und legt das da im Grunde genommen drüber. Ich mache es einfach mal hier mit einer Glasplatte, wenn ich die so drüber lege, erlischt die Flamme. So kann man die Brände von solchen Flüssigkeiten auch bekämpfen. Aber nicht nur die Brandgefahr ist groß bei solchen
Flüssigkeiten, sondern auch die Explosionsgefahr. Diese Stoffe sind zwar keine explosionsgefährlichen Stoffe, aber zusammen mit Luft können sie tatsächlich explosive Gemische bilden aus Luft und den Gasen dieser Flüssigkeiten. Wir nehmen einfach mal etwas Pentan und füllen das in diese Dose hier rein. Zwar nehme ich jetzt 5 Tropfen Pentan für ungefähr 1,5 Liter Volumen, was diese Dose hier hat. 1, 2, 3, 4, 5, jetzt habe ich 6 genommen und noch ein paar mehr. So. Was jetzt mit dem Pentan passiert in dieser Dose, es verdampft und bildet mit der Luft in dieser Dose ein explosionsgefährliches Gas-Luft-Gemisch. Wir sehen auch, dieses Symbol muss nicht immer so aussehen wie das eingeblendete, manchmal sieht es auch etwas anders aus, aber wir wissen dann, worum es sich handelt. So, jetzt gehe ich hier an so ein kleines Löchlein, was ich hier unten reingebohrt hatte, ran und entzünde das Ganze. Und wir sehen eine relativ heftige Explosion. Wenn uns, nehmen wir mal an, so ein Liter Benzin in einem Raum verschüttet geht und wir das nicht merken und das irgendwie entzündet wird, kann es tatsächlich passieren, dass durch sowas ein ganzer Raum explodiert. Darum bei solchen Flüssigkeiten immer vorsichtig sein. Aber wir haben nicht nur Flüssigkeiten, die dieses Symbol tragen, sondern zum Beispiel auch auf brennbaren Gasen, wie zum Beispiel dieser Gaskartusche hier, ist dieses Zeichen drauf. Das ist jetzt ganz normales Campinggas. Wenn ich das jetzt mal entzünde, sieht man, es kommt da einfach so rausgebrannt. Gefährlich ist natürlich, weil es ein Flüssiggas ist, wenn ich diese Dose jetzt leicht drehe, kann es natürlich sein, dass die Flamme heftiger wird, weil das flüssige Gas dann direkt hier ausströmen kann. Dann finden wir das Symbol aber auch noch auf zum Beispiel einem Alkalimetall, wie das zum Beispiel bei Natrium der Fall ist, weil wenn Natrium in Berührung mit Wasser kommt, bildet es auch entzündbare Gase und darum ist auch hier auf dem Natrium, auf dem Alkalimetall hier diese Flamme abgebildet. Ein Beispiel für einen brandfördernden Stoff ist der reine Sauerstoff. Und zwar brandfördernde Stoffe sind selber nicht brennbar, fördern aber die Verbrennung von anderen Stoffen, wie zum Beispiel Holz, Papier, Kohle, Schwefel und so weiter. Und der reine Sauerstoff, der ja auch in der Atemluft enthalten ist, ist ein Beispiel für einen sehr, sehr brandfördernden Stoff. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Sauerstoffgas und leite das Ganze auf ein Stückchen Papier. Ups. Erstmal entzünde ich das einfach so. Und wir sehen, dass, weil die normale Atemluft ja auch ein Fünftel Sauerstoff enthält, deswegen brennt das überhaupt. Würde die Atemluft gar keinen Sauerstoff enthalten, die Umgebungsluft, die wir hier haben, würde es gar nicht brennen. Jetzt ist es schon fast wieder erloschen und wenn ich jetzt mit dem Sauerstoff daran gehe, dann sehen wir, die Verbrennung setzt sich fort und läuft viel heftiger ab, als sie das ohne den reinen Sauerstoff tun würde. Das ist 100%iger Sauerstoff. Das ist ein Beispiel für einen gasförmigen, brandfördernden Stoff. Jetzt gibt es aber auch noch Feststoffe, die Sauerstoff enthalten, wie zum Beispiel Chlorate oder Nitrate. Hier habe ich einfach mal ein Beispiel dafür. Und wenn ich diesen brandfördernden Stoff mit einem brennbaren Stoff vermische, dann können explosionsgefährliche Stoffgemische entstehen. Deswegen sollte man es vermeiden, diese Stoffe miteinander zu mischen. Ich habe das jetzt mal gemacht für einen kleinen Demonstrationsversuch, aber würde ich das jetzt beispielsweise in eine kleine Flasche abfüllen und sich von diesem hier etwas in dem Gewinde absetzen, können daraus Gefahren entstehen. Das will ich mal eben demonstrieren, weil dieser Stoff ist jetzt nicht nur explosionsgefährlich oder dieses Stoffgemisch, sondern hat noch eine weitere Eigenschaft, wo wir besonders mit aufpassen müssen. Ich nehme jetzt einfach nur mal einen Spatel und reibe auf dieser ungefähr Reiskorngroßen Menge ein bisschen rum. Und wir sehen, dass das eine relativ heftige Reaktion gibt. Zwei an sich relativ harmlose Stoffe, die aber miteinander gemischt relativ heftig reagieren. Jetzt habe ich noch ein Beispiel, da habe ich einfach mal ein Metallpulver vermischt mit einem brandfördernden Stoff.
Und da sieht man auch, da können sehr gefährliche Stoffgemische raus entstehen. Darum sollte man solche Stoffe nicht miteinander vermischen. In diesen massiven Stahlflaschen, die wir hier unten sehen, da haben wir Gase aufbewahrt, die unter hohem Druck stehen, zum Beispiel Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid, aber auch Argon, Helium, Neon und andere Gase haben wir in solchen Stahlflaschen aufbewahrt, die einen sehr hohen Druck standhalten müssen. Und die sind mit diesem Gasflaschensymbol, was wir oben schon gesehen haben, ausgestattet. Aber nicht alle Flaschen, wo Gas drin ist, haben dieses Symbol. Das liegt daran, dass das erst ab einem bestimmten Druck, ich glaube, das müssten so um die 10 Bar sein, also alles, was über 10 Bar hat, muss dieses Gasflaschensymbol tragen. Zum Beispiel auf so einer Deodose hier, da finden wir zwar das Symbol mit der Flamme drauf, aber wir finden hier nicht das Gasflaschensymbol, weil hier nicht genügend Druck drauf ist, um das Symbol tragen zu können. Das heißt, diese Flaschen, die wir haben, hier sind etwa 200 bis 300 Bar Druck drauf. Das heißt, wenn so eine Flasche irgendwo umfällt oder das Ventil durch einen ungünstigen Stoß irgendwo abschlägt oder kaputt geht, dann entsteht daraus natürlich eine große Gefahr. Darum tragen die dieses Symbol. Aber auch von solchen Gasen, die unter hohem Druck stehen. Man kennt das von einer Deodose. Wenn man sich damit auf die Haut sprüht, wird es relativ kalt. Das ist bei der Deodose, kann das auch schon kleine Kälteverbrennungen verursachen. Aber bei so einer Flasche, wo natürlich ein noch höherer Druck ist, zum Beispiel bei Kohlenstoffdioxid, da kann man sich ganz massive Kälteverbrennungen mit zuziehen. Und darum muss das Symbol da auch drauf sein. Auf dem nächsten Symbol ist eine Hand dargestellt, wo so ein kleines Löchlein drin ist und eine Platte, wo auch ein kleines Löchlein drin ist. Das steht symbolisch dafür, dass das Stoffe sind, die eine ätzende Wirkung haben und Körpergewebe, Metalle und andere Stoffe angreifen. Solche Stoffe findet man sehr häufig im Alltag, in Reinigungsmitteln. Die haben häufig auch dieses Symbol, dass es ätzende Stoffe hat. Ganz bekannt und ganz stark ätzend, weil das eine starke Lauge ist, ist der Rohrreiniger, den findet man im Haushalt. Da muss man sehr vorsichtig mit sein. Wir in der Schule hier bewahren die Säuren und Laugen in einem Säure-Lauge-Schrank auf, getrennt voneinander. Hier haben wir die bekanntesten Säuren, Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure. Hier das gleiche für die Schüler. Bei den Säuren ist es wichtig, dass sie erst ab einer gewissen Konzentration mit dem ätzenden Symbol gekennzeichnet werden müssen. Mit einer ganz schwachen Konzentration muss man das dann nicht draufkleben. Hier unten finden wir die Laugen. Und zwar ganz bekannt die Natronlauge, die Kalilauge und Ammoniak. Beim Ammoniak ist es so, das ist zwar auch eine ätzende Flüssigkeit, wo man allerdings durch den Namen nicht drauf kommt, dass es eine Säure oder eine Lauge ist. Es zählt zu den Laugen, aber man muss auch beim Ammoniak genauso aufpassen, weil nicht nur Säuren und Laugen ätzende Wirkung haben können, sondern auch bestimmte Feststoffe oder Stoffe, wo man durch den Namen gar nicht drauf kommt, dass es eine Säure oder eine Lauge ist oder ätzende Wirkung hat. Darum immer Augen auf im Chemieunterricht und beim Umgang mit Gefahrstoffen. Mit dem Totenkopf werden alle Stoffe gekennzeichnet, von denen weniger als 10 Gramm, wenn man das oral einnimmt, zum Tode führen. Es können natürlich auch viel geringere Mengen sein, zum Beispiel bei Nikotin. Ich glaube, etwa 50 Milligramm Nikotin oder auch 1/20 Gramm Nikotin führen zum Tode. Solche Stoffe, von denen besondere Gefahren ausgehen, müssen in einem sogenannten Gefahrstoffschrank gelagert werden, damit das auch alles sicher ist und damit da auch keiner beigeht, weil diese Schränke sind abschließbar, da kommt so keiner bei. Wie zum Beispiel Nikotin, Brom, Quecksilber sind alle Stoffe, die mit dem Totenkopfsymbol gekennzeichnet werden. Da muss man also besonders vorsichtig mit sein, weil ganz geringe Mengen davon schon zum Tode führen können. Im Haushalt findet man nicht nur oft das ätzende Symbol, sondern auch häufig ein Ausrufezeichen. Oder auch früher das alte Symbol war hier dieses X. Das Ausrufezeichen ist im Grunde genommen das gleiche. Das neue Symbol ist dieses Ausrufezeichen, das alte ist das X. Das gab es einmal als reizend und einmal als mindergiftig. Aber diese beiden Symbole hat man durch das Ausrufezeichen ersetzt. Findet man ganz häufig auf Reinigungsmitteln auch. Das sind Stoffe, die nicht sonderlich giftig sind, aber Reizungen hervorrufen können, der Atemwege oder auch der Haut. Wenn man so ein Reinigungsmittel auf der Haut hat und nicht längere Zeit das nicht abwäscht, kann es tatsächlich zu Hautrötungen führen, zu Hautirritationen
und es könnte anfangen zu jucken und zu brennen. Also das sind im Grunde genommen Stoffe, die jetzt nicht so gefährlich sind, aber trotzdem sollte man Körperkontakt damit vermeiden. Man sollte sie auf gar keinen Fall irgendwie essen oder irgendwie zu sich nehmen auf andere Art und Weise. Das ist im Grunde genommen wichtig, dabei zu beachten. Ansonsten gehen von diesen Stoffen mittelmäßig schlimme Gefahren aus. Bei diesem Symbol müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Auf dem Symbol ist ein Torso, also so ein Oberkörper abgebildet mit so einer Art Lichtschein drin. Das ist das mittlere Symbol hier. Das sind Stoffe, die auch in geringen Mengen schon organschädigend sein können, reproduktionsgefährdend sind, also die Spermien schädigen, Behinderungen verursachen können, weswegen zum Beispiel eine schwangere Mutter mit solchen Stoffen gar keinen Kontakt haben darf. Man muss im Grunde genommen aufpassen an der Tankstelle, weil Benzin enthält Benzol und das Benzol würde dieses Symbol hier tragen, aber auch Nikotin ist reproduktionsgefährdend, organschädigend und ist auch erbgutverändernd. Und das sind im Grunde genommen Stoffe, bei denen muss man vorsichtig sein, weil man die Vergiftungserscheinungen nicht sofort sieht. Die können erst 5 oder 10 Jahre später auftreten. Deswegen müssen die auch in einem Giftschrank gelagert werden, solche Stoffe, ähnlich wie die Stoffe, die das Totenkopf-Symbol tragen. Das Ausrufezeichen, das muss man nicht unbedingt im Giftschrank lagern, aber bei diesen beiden hier, das sind eigentlich so die beiden Stoffe, wo man am meisten bei aufpassen muss, wenn einem der eigene Körper lieb ist. Bei den umweltgefährdenden Stoffen unterscheidet man zwischen akuter Umweltgefährdung und Langzeitumweltgefährdung. Akut bedeutet, das sind Stoffe, wenn man sie in die Natur gießt, dass relativ schnell eine Wirkung eintritt. Das heißt, dass zum Beispiel Pflanzen oder Tiere sterben dadurch. Bei der Langzeitwirkung ist es so, dass es teilweise über 10 oder 20 Jahre langsam der Natur oder den Lebewesen in der Natur schadet, man das am Anfang gar nicht so mitbekommt. Und darum dürfen solche Stoffe nicht in größeren Mengen in die Umwelt gelangen. Es ist teilweise so, dass man zum Beispiel bei Unkrautvernichtern auch dieses Symbol drauf hat, aber das sind meistens Stoffe, die so konzipiert sind, dass sie keine Langzeitumweltgefährdung verursachen, sondern nur eine kurzfristige.